Die bekannte junge Buchautorin Birgit Vogt war zu einer Lesung in der Hauptschule Bayerbach zu Gast. Mit 13 schrieb sie ihre erste Geschichte, bis jetzt hat sie 4 Bände verfasst. Fera, Geschichten, die in der Zukunft spielen, im Jahr 2164. Auch die wunderschönen Illustrationen gestaltet Birgit Vogt selbst. Frau Vogt, wann und warum sind Sie zum Schreiben gekommen? Ich habe schon in frühester Kindheit angefangen zu schreiben, natürlich Kurzgeschichten. Meine erste Geschichte war Der Hase und die 3 Karotten, habe ich immer noch. Ich habe angefangen zu schreiben, einfach weil es eine Art Möglichkeit war, das, was mir im Kopf umgeht, anderen mitzuteilen. Und es ist bis heute geblieben, ich kann nicht ohne schreiben. Die Lehrer und Kinder hörten aufmerksam der Lesung zu. Sie haben bis jetzt 4 Bände veröffentlicht. Die Geschichten spielen im Jahre 2164. Was geschieht in den Bänden? Im ersten Band erfährt Karin Schneider, dass sie ein besonderes Mädchen ist und sich in eine Schlangenkriegerin verwandeln kann. Sie findet dann sehr schnell Unterstützung von Gleichgesinnten, einem Zentauren, einem Löwen, einem Tiger und so weiter. Mit ihren Freunden, Freundeskriegern, kämpfen sie gegen das Böse, müssen sich ihren eigenen Ängsten stellen und lernen, aufeinander zu vertrauen und auch die eigenen Schwächen zu erkennen. Im zweiten Band kommt dann das erste Kind dazu als Krieger. Und je weiter die Geschichte fortschreitet, umso mehr Zeit vergeht. Ich glaube, insgesamt vergehen bis zu 70 Jahre vom ersten bis zum sechsten Buch. Und dementsprechend wechseln auch die Krieger. Irgendwann sind dann nur noch die Kinder der ersten Krieger für die Handlung verantwortlich. Mir hat die Vorlesung gefallen. Ja, es war sehr interessant und das hat mir sehr gut gefallen. Hast du schon mal ein Band von der Fera gelesen oder wie gefallen dir die Geschichten? Nein, noch nicht, aber ich werde es vorhaben und mir auch ein Buch kaufen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber was sie erzählt hat, hat sich gut angehört. Bist du jetzt neugierig geworden auf die Fera oder möchtest du ein Buch kaufen drüber? Ja, vielleicht. Sind ihre Bücher für Kinder und Jugendliche oder auch für Erwachsene? Ich sage immer, für Kinder, Jugendliche ab 12 und für Junggebliebene. Also es können auch durchaus Erwachsene lesen, die für das offen sind. Und der erste Band ist ja noch sehr kindlich. Die Bücher wachsen mit, so wie bei Harry Potter. Je weiter man in den Bänden voranschreitet, umso brutaler werden die Kämpfe. Es fließt auch mal Blut, ein Knochenbruch kommt vor. Und nicht jeder überlebt. Woher nehmen Sie die Ideen oder Ihre Fantasie, um solche Geschichten zu erfinden? Das ist nicht schwer. Mir wurde oft gesagt, ich bin mit dem Kopf in den Wolken und habe oft im Unterricht wohl eher an meinen Geschichten gebastelt, als wirklich zugehört. Die Geschichten niederzuschreiben geht ganz einfach. Es ist für mich viel schwerer, in der Realität zu bleiben. Deswegen könnte ich niemals ein Sachbuch über irgendetwas wirklich Passiertes schreiben. Ich gleite viel zu leicht in irgendwelche Fantasiegeschichten ab. Joanne Rowling, besser bekannt durch ihre millionenfach verkauften Harry Potter Bücher. Möchten Sie einmal so berühmt sein wie sie? Das wäre natürlich sehr schön. Ja, mein Problem ist, ich kann mir keine richtige Werbung leisten, weil ich ein Eigenverlag bin. Darum bin ich auch sehr dankbar über diese Möglichkeit hier. Und meine Geschichte verkauft sich ja durch Mundpropaganda. Je mehr von mir hören, umso mehr können es kaufen. Lehrer, die mich weiterempfehlen an andere Schulen, können mich einladen. Und ja, berühmt. Wie wird man berühmt? Je mehr Leute einen kennen, umso berühmter wird man. Es müsste in den richtigen Händen landen, dann wäre ich es auch. Und ja, wäre schön. Dann hoffen wir, liebe Birgit Vogt, dass deine Bücher in den richtigen Händen landen. Es kommt ja bald der Osterhase.